Daraufhin sind wir dann alle zu ihr wieder nach Hause gefahren und da wurden dann endlich Geschenke verteilt. Wobei Kevin schon sein Geschenk ihr vorher bei dem All-You-Can-Eat-Restaurant überreicht hat, nämlich diese schöne Kette hier. Und ansonsten gab es dann noch bei ihr zu Hause von ihrer Schwester eine Flasche Lychee-Sekt, von dem sie da aber nur einen Schluck genießen konnte, weil der Rest hat sowohl sie als auch Kevin leer getrunken. Und dann zum Abschluss habe ich dann noch ihr mein Geschenk überreicht, nämlich ein ganz besonderes Video und das seht ihr jetzt. Hallöchen Laura und alles Gute zum 16. Geburtstag. Keine Sorge, das wird jetzt hier nicht einfach nur eine Geburtstagsrede. Das eigentliche Geschenk kommt gleich noch. Ich habe nämlich überlegt, weil ich dir wirklich ein ganz besonderes Geschenk machen wollte, was ich dir am besten schenken könnte. Und da ist mir die Idee gekommen, warum verbinde ich nicht einfach dein Lieblingselement mit meinem? Eines deiner ist ja Musik und meins ist es, Videos zu erstellen, also warum nicht ein Musikvideo machen? Und da habe ich mal einen Song genommen, wo ich vor langer Zeit mal mit dir über WhatsApp Sprachnachrichten abgehört hatte und das Lied lief gerade auf Arbeit. Und das hattest du mir zumindest gesagt, dass dir das sehr gefallen hat. Quasi das als Grundstein genommen und darüber einen selbstgecoverten Song erstellt. Und ich hoffe wirklich, dass er dir sehr gefällt, weil mir hat's riesig Spaß gemacht, das zu erstellen. Und ohne längeres Rumreden wünsche ich dir viel Spaß bei dem folgenden Geburtstagsgeschenk. Mach es gut. Heute ist dein 16. Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Offenbar singt hier noch wer. Das sind wir, das sind wir, das sind wir. Wir alle wünschen dir Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Und das hier ist unser Souvenir, speziell für dich. Nun feiern wir mit dir hier und jetzt deinen Geburtstag. Mögen Glück und Zuversicht deinen Lebensweg begleiten, Laura. Laura. Die Feier hast du redlich verdient, verdient, verdient. Denn du bist unersetzlich. Ohne dich läuft ein. Dein gutes Herz und deine Einstellung Gold wert, Gold wert, Gold wert. Bring unser aller Tag in Schwung, Schuppdidu. Mit diesem neuen Jahr kommt auch ganz viel neue Erfahrung. Egal was du auch machst, du wirst es ganz sicher schön schaukeln, Laura. Laura. Wenn du mal nicht weiterkommst, kriegst du einen guten Rat umsonst von Dennis, Kevin, Devin oder mir. Und auch der Christian, wir alle helfen dir. Was auch passiert, du bist niemals allein. Wir sind so froh, mit dir befreundet zu sein. Hoffentlich hast du heute ganz viel Spaß. Und jetzt alle! Selbst wenn der Tag vorbeigeht, geht es danach so awesome weiter. Es wartet noch so viel auf dich, möge die Zeit dich reich beschenken, Laura. Laura. Von daher hier ein letztes Update mal aus Lauras Wohnung. Im Prinzip ja mit zum Abschluss quasi des 16. Geburtstags, der war wirklich ein voller Erfolg, war, habe ich das Gefühl. Und im Prinzip,
wir sehen ja uns alle in früher oder später alle nochmal irgendwann wieder, die drehen hier völlig am Rad. Und bis dahin nochmal eine ausführliche Zusammenfassung gibt es dann nebenbei nochmal ansonsten. Und vielen Dank alle fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wenn es ab März wieder richtig weitergeht. Datum seht ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Erstmal grüße ich aus dem Mittwochstag zurück. Nach einem sehr ausgiebigen Geburtstag gestern, wo wir uns alle möglichen Mühe gegeben haben, Laura hier einen ganz besonderen Tag zu machen. Ja, das haben sie sowas von geschafft, aber sowas von dreifach und doppelt und tausendfach. Also doppelt tausendfach. Dreifach doppelt tausendfach. Und wir waren ja auch schon auf der Festung oben. Mhm. Und im Prinzip so das Festungsvideo, alles was wir davon gefilmt haben, einfach mal hier dazwischen geprügelt und gleich geht's weiter. Willkommen, werte Zuschauer, zu einem kleinen Rundgang auf der Festung in Kufstein. Ja. Mit Familie Kudlich, leider ohne männliche Begleitung, aber, also Vater, aber im Prinzip, wir können sie mit den ganzen Stufen noch so das alte Gemäuer am Erkunden und ich liebe es, wenn man das hier so schön sieht. So diese altertümlichen Aufgänge, fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Ritterrüstung. Und im Prinzip, wenn es ein paar Highlights gibt, melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Mach mal Peace. Na cool. Aha. Aha. Milady. Danke. Warte, nicht im Abschub. Ja, mach ich eh schon. Deswegen hier auf dem höchsten Punkt der Festung. Aussichtspunkt kommt auch gleich. Yeah. Der Philodurik Steve. Sie sind also auch selber Kopfsteiner. Mhm. So wie ich. Ich bin der einzige Außenseiter, ja. Mop, 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 mop. Mop, mop, mop. Ah, ah. Ich kitzel nicht auf die Kamera. Danke. Warte, ja. Warte. Okay. Und hier Panorama. Zieht euch diesen Ausblick rein, ist das nicht Hammer? Der findet es so faszinierend. Wann hat man schon mal so einen Aussichtspunkt? Dann müssen wir bis nach Berlin. Wenn man hier wohnt. Ja. Hat man den. Ansonsten musst du wirklich bis nach Berlin. Ich krieg gerade meine Hand voll um. Du kannst auch. Dafür habe ich Berlin nicht. Ja, Daumen auf den Tag. Set true, oder? Ja. So, Berge, Tag. Also, wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, okay. Einfach so. Kein Kommentar. Das kann man nicht in Worten ausdrücken. Einfach, wenn man das wirklich mal leibhaftig sieht, so diese Hänge, da fühlt man sich, wenn man ja sonst, sag ich mal, so über die meisten Lötchen so drüber gucken kann, aber so witzig im Vergleich zum Berg, das ist Hammer. Stimmt. Warst du jemals auf einem Berg drauf? Ja, aber es ist verdammt lange her. Das war, wenn man den hier so als Vergleich nimmt, vielleicht 60% so hoch, ungefähr. Das ist traurig. Süß. Ja. Das war ein Erzgebirge irgendwo bei unseren Verwandten, wo sie noch nicht nach Schipkow gezogen sind. Quasi von der alten Mauerzinne kann man jetzt hier direkt auf den Inn mitschauen und noch einen kleinen Güterzug bei der Einfahrt mit beobachten, da hinten, ganz versteckt. Aber im Endeffekt mit dem Ausblick auf die Berge, es wirkt irgendwie so unreal, als ob man hier ist. Ja. Das ist Wahnsinn einfach. Wenn man es wirklich mal mit den eigenen Augen sieht, alles. Das Lieblingsspielzeug einer UKK, ganz viele Kanonen und eine Laura, die durchs Bild rennt. Da hinten, aber da. Sag mal. Quasi die ganzen verschiedenen Modelle. Wenn wir uns hier weiter aus dem Bild drehen. Oder ganz einfach. Ja, es gibt so eine Kamerasucht, die ich weiß. Aber im Prinzip die einzelnen Modelle. Mal zu sehen hier, was haben wir hier Schönes? Sind das zu helle? 12-pfündige englische Kanone. Eiserner Vorlader. Nice. Gucken. Wenn das mal kein Mono-Model ist, hier. Will jemand halt zu dunkel? Mag jemand abgeschossen werden? Also wer Ritterfanatiker ist, der kommt hier voll auf seine Kosten. Zwar natürlich. Kleiner Tipp, film am besten immer dahin, wo du gerade hinschaust. Zum Beispiel, wenn du gerade mich anschaust. Okay. Im Prinzip auch quasi Tipp an euch. Immer zum Pfingsten ist ja quasi ein Ritterfest auf der Burg.
wo dann ja auch Ritterspiele sind. Wo man Eselkleber live treffen könnte, theoretisch, wenn ich da bin. Ja, dieses Jahr leider nicht, aufgrund von Theaterschwierigkeiten. Aber ansonsten wäre... Montag wahrscheinlich. Vielleicht. Ansonsten quasi... Montag bis... Freitag bis Montag immer. Pfingstwochenende. Hm? Hier auf der Festung Kufstein. Ganz viele leckeres Essen, ganz viele Ritterkämpfe. Essen. Also wer sich die Bauch... Ganz viel Geld mitnehmen, weil entweder man wirft es raus für Kleidung, Waffen oder Essen. Hm? Vor allem Essen. So gut. So gut. Eine Empfehlung von einer Ortsansässigen. Meine Damen und Herren, die Spezialkammer eines jeden Ritterfans. Rüstungen und Waffen, soweit das Auge reicht. Ich durfte mal ein Schwert hochheben. Okay. Weil im Prinzip wirklich... Das waren die da hinten. Die ganz verschiedenen Ausführungen noch mit Kettenrüstung noch mit oben drauf oder richtige Plattenrüstung. Langschwert, Kurzschwert, Speer, alles was das Herz begehrt. Die Ritterfest, da rennen die ganze Zeit irgendwer in Rüstung rum. Und die da, wie von der Sir Longshanks. Was? Hier sogar mit einer richtigen Ritterlanze. So ein bisschen. Das ist eine richtige. Hm. Also, ich durfte mal ein Schwert hochheben, weil das war vor einigen Jahren. Da war nämlich hier gerade eine Angestellte und die hat gerade irgendwas da so rumgewerkelt. Und ich durfte eins von den Schwertern da hinten, durfte ich tatsächlich hochheben. Okay, hochheben muss hier definiert werden, weil ich habe es keine Zentimeter hochheben können. Das war so schwer. Weil wir das richtig so echtes Eisen haben. So eine kleine, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Jahre alte Laura mit so einem Schwert. Richtiges Eisen, massives Metall. Du hast es nicht gut. Du hast es versucht. Aber ein Freund von mir war da und der hat es dann probiert. Der hat es ein paar Zentimeter hochgekriegt und ich so, boah. Also das war ich. Also ein Zweihänder, das ist auch ein bisschen zu viel. Vor allem, ich war jetzt so von den Ritter-Dings-Rüstungen geflasht und ich sehe das hier nicht. Die ganze Festkanone. Einmal quasi von einem der Innenräume mit einem sehr, sehr tiefen Boden. Mal schauen, wann er unten ankommt. Schau. Und los. Er fällt. Da war sie. 5 Sekunden. Habt ihr schon mal echte Skelette gesehen? Aufgang oder geht man rein? Und wenn man oben. Mit. Ja. Alles gut. Und wenn man oben ist, dann geht der Kaiserwelle auf der anderen Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite. Und das ist ein bisschen über den Bach unten. Da drüben ist die Schokolade. Dann kannst du ganz normal reden. Das sind quasi von alten Bären oder von was sind das? Wilden Bären, ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn ihr so. Ja, haben wir immer gesagt, so Papa-Bär, Mama-Bär, Baby-Bär. Wenn man sich vorstellt, so ein Riesentier steht vor ihm. Hinter dir. Ja, immer mit der Ruhe. Also bei Knochen, ich mag jetzt weiterspulen. Ja, aber das heißt nicht unbedingt, jeder hat Blut und du kannst auch ein Blut sehen. Ja, außer vom Körper nicht. Da gibt's Dung. Also brauche ich mal einen Knochen, ihr habt da Bedienung, Selbstbedienung. Für alle Musikbegeisterten einfach mal zuhören. Passt aber nicht zum Rhythmus. Der Ausstellungsstücke hier mit in den Raum. Zugabe! Oder ich weiß nicht, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen blenden, macht aber überhaupt nichts. Einfach so nochmal zum Abschluss der Bergrundtour quasi. Wenn ihr mal Urlaub machen wollt, kann ich bloß empfehlen, kommt nach Kufstein. Hier gibt es richtig Augenblicke zu sehen für die so die Berglandschaft überhaupt nicht gewöhnt sind. Das ist so groß! Yay! So. Oh Gott, nein. Oh, halt, Autofokus. Warst du soweit erstmal hier vom Rundgang von der Festung Kufstein? Und ansonsten sieht man dann noch weitere. Wieso?
Witze. Sieht man dann noch ein paar Ausschnitte, oder? Ein paar Ausschnitte weiter, natürlich. Und ja, schauen wir mal, was noch kommt. Bis dahin. Ja, was hat dir denn am besten gefallen? Einfach definitiv der Ausblick. Richtig überall das mitzusehen, weil man sich einfach so mickrig mit vorkommt und im Prinzip so die ganzen kleinen Häuschen in der Ferne zu sehen, genauso wie auf dem einen Berg. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera so mini aus, sondern mit oben drauf. Sonst machst du halt ein Standbild und fügst mit Photoshop so einen roten Pfeil ein. Oder so. Und einfach, ja, das sind Sachen, die muss man gesehen haben, finde ich. Ja. Und ja, im Prinzip, sag ich mal, heute ist es ein mehr ruhiger Tag, nachdem, sag ich mal, nachher wirklich die Burg mit angesehen war, haben wir ja noch ein bisschen was vorabend. Ja, haben wir, aber eins noch. Der Typ ist ja so begeistert, auch von meiner Schwertsammlung. Also die von mir und meinem Bruder. Hm. Hallo Bruderherz. Und er redet die ganze Zeit von Mittelalter und dass er das so liebt. Und dann ist er auf der Burg und das Einzige, was ihn interessiert, sind die Berge. Und die Kanone. Und ja, Waffen. Und die Alter, er ist da reingekommen wie so ein kleines Baby. So. Naja, weil man es so oft nicht so sieht. Wenn ich mir noch dran denke, an den Trip in die Festung Königstein, da hattest du nicht mal halb so viel, obwohl das eine riesig fette Festung war. Von daher, wenn du dir wirklich so hier das Anschauungsmaterial war, das war wirklich oberste Sahne, wenn es Mittelalter-Fans gibt. So, dann haben wir heute Abend nochmal was vor, ja, das stimmt. Und zwar fahren wir nach Innsbruck, in die Hauptstadt von Tirol, zur Jugendgruppe. Mhm. Weil ich gehe in die Gemeinde Vineyard. Und mal schauen, ob wir dort filmen oder nicht, weil ich weiß nicht, ob die anderen drauf sein wollen oder nicht. Und ob wir überhaupt Zeit dafür haben, weil ich will, dass er die ganzen Leute kennenlernt. Mhm. Weil ich habe von ihm schon recht viel erzählt und die alle kennen ihn, aber er kennt sie nicht und egal. Da gibt es erstmal Gruppenkuscheln. Ja, dann das machen wir eben heute Abend. Wir müssen wann weg? In 5:30? Also anderthalb Stunden werden wir weg. Und wir haben gerade schon die ganzen Aufnahmen von gestern und vorgestern uns angeschaut und das wird ziemlich lustig. Also das habt ihr jetzt schon gesehen, aber wir werden auch schauen, wie es wird. Und freuen uns auf jeden Fall schon auf das Ergebnis dann, vor allem auf eure Bewertungen dann. Also wirklich, schreibt bitte in die Kommentare, wie es euch gefällt oder wie es euch gefallen hat, weil das hat uns, also das macht uns gerade extremst viel Spaß. Und ich schätze, wir würden das beide gerne mehr machen, oder? Aber Entfernung ist es leider nicht immer möglich. Ja, aber du kannst ja auch mal einzeln was machen. Ja, mal gucken, was sich da so anbietet. Auf jeden Fall, auch wichtiger Tipp von mir, geht auch mal auf ihren Kanal mit drauf, weil es ist ja quasi nicht auf allen Szenen ihre Ansicht mitzusehen, aber da sind wirklich einige Schnappschüsse dabei, die werdet ihr hier nicht sehen, wirklich nur auf ihrem Kanal. Nicht wundern, sie spricht ausschließlich Englisch, weil sie sich das so für den Kanal, sag ich mal, mit angewöhnt hat. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar deutsche Szenen reinschneiden und dann englische Untertitel einfügen. Und ja, im Endeffekt, dass ihr wirklich mal beide Ansichten mit seht und ja, tut mir einfach mal den Gefallen, gebt auch ihr ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh, ein kleines Shoutout, ist süß. Ich schätze, wir sehen euch dann heute Abend bzw. im nächsten Cut. Aber genau. Wir freuen uns schon mal aufs Video und aufs Video bearbeiten. Deswegen, das wird lustig. Deswegen würde ich sagen, dann erstmal bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, Dilly. Tschüss. Auf nach Innsbruck! Ja, genau. Wir sind gerade auf dem Weg zur Jugendgruppe nach Innsbruck. Und guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Es ist im Moment 5:50. Ja, 5:50. Wir sind auf dem Weg der Jugendgruppe. Steven fährt. Ich bin Beifahrer. Und im Endeffekt kann man auch als Fahrer das Panorama genießen. Es ist awesome! Schau auf die Straße. Autobahn, oder gerade aus. Boah, das ist doch nur gerade aus, alles gut. Die Verantwortung ist nur besser Fahrer, alles gut. Rettet mich! Hilft dann! Alles gut. Abend, Allemann. Wir sind jetzt hier mittlerweile im Jugendclub, nicht Club, Jugend, in der Jugendgruppe, in der Jugendgruppe angekommen. Wo man jetzt quasi noch im Endeffekt. Also groß. Ich war heiß. Im Endeffekt, wo jetzt noch nicht wirklich viel los ist. Sorry.
kannst schon aufstehen. Wo, im, ja, wie gesagt, ist jetzt noch nicht so viel los, aber zumindest mal die Räumlichkeiten zeigen hier so der... Okay, hier ist die Lounge. Da haben wir Jugendgruppe immer. Meistens mit auf den Stühlen, weil die sind extrem bequem, oder auf den Bänken da hinten. Das ist mein Stammplatz. Dann hier ist der Gottesdienstraum. Oh, da haben wir immer Worship, also Lobpreislieder am Anfang vom Gottesdienst. Da haben wir das Technikzeug, elektronische Zeug, Mischpult, Computer für einen Beamer. Da hinten ist irgendwie Leinwand. Dann da haben wir was zum Zeichnen, falls man irgendwie von Gott berührt wird und Inspiration hat und man was malen will. Dann da hinten, genau, da hinten gibt's auf dieser Bank, wenn man sich da hinten huckt, dann ist immer wer da, der für dich die deutschen Gottesdienst, also die deutschen Predigten auf Englisch übersetzt. Wenn man kein Deutsch kann und halt nur Englisch, dann kann man da hinten herkommen und dann quatscht man eben. Weil es gab schon genug Anlässe, wo man das gebraucht haben, also haben wir das eingeführt. Und da drin ist der Kinderdienst. Nur wir haben keine Kinder mehr. Und im Endeffekt warten wir dann erstmal so weit, bis wir dann im Endeffekt die anderen noch der Gruppe mitsehen. Und wenn dann hier die richtige Action losgeht, werde ich natürlich nochmal um Erlaubnis bitten, filmen zu dürfen. Ansonsten sehen wir uns entweder danach oder nochmal mitten, wenn die Party hier steigt. Bis dahin. Dille. Als die anderen Mitglieder und Besucher der Jugendgruppe zu uns gestoßen waren, sind leider keine weiteren Aufnahmen entstanden. Einfach weil wir so mit den Spielen, die wir dann uns ausgedacht hatten, beschäftigt waren, dass es nicht wirklich eine Gelegenheit dafür gab, den Camcorder nochmal auszupacken. Aber das erzählen wir euch ja gleich noch in den folgenden Clips. Auf jeden Fall hatten wir aber auf dem Rückweg wieder zu Lauras Zuhause noch unglaublich viel Spaß mit der Musik-CD, die ich zum Glück mit dabei hatte. Und sozusagen ein kleines Best-of unseres selbst erstellten Karaoke-Abends seht ihr jetzt noch. Viel Spaß dabei! Zimmer von Laura. In der Jugendgruppe soweit alles mit, den Tag, sage ich mal, mit verbracht, war echt eine schöne Erfahrung, damit dabei zu sein. Wir konnten halt leider nicht filmen, weil wir die ganze Zeit gespielt haben. Was sonst dabei war, hier wie Gottesdienst an Einweide sozusagen, das war ja heute nicht mit Teil. Das war mehr so ein Spezial-Jugendabend, sage ich mal. Und im Prinzip, ihr habt ja schon mal von The Kicks präsentiert, ja schon mal gesehen, Town of Salem. Ich weiß, viele haben bis heute von euch bis heute das Spiel immer noch nicht verstanden. Quasi davon eine abgewandelte Version sozusagen war ein Spiel davon. Naja, jetzt kommt's drauf an, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das ist von was abgewandelt. Auf jeden Fall. Quasi das. Ach. Das eine davon. Im Prinzip dann noch das andere, was wir noch gemacht hatten, war dann noch so. Wie kann man das noch ein bisschen erklären? So, wollen wir das Spiel erklären? Es gab zwei Teams,
Das Weiße und das Graue. Ich war im Weißen, er war im Grauen. Und so, das Spiel ist kompliziert. Einer vom weißen Team musste sich ein Objekt ausdenken, was man zeichnen konnte. Und dieses Objekt musste er dann einem aus dem grauen Team sagen. Und das war alles, was das weiße Team zu tun hat. Und dieser Typ aus dem grauen Team, da gab es dann noch einen, der stand an einem Whiteboard. Und der war auch aus dem grauen Team. Und der das Objekt wusste, hat dann dem, der zeichnen musste, das hat sich gerade gereimt, der das wusste, musste ihm halt so Anweisungen geben, wie er das zeichnen sollte. Zum Beispiel einfach mal einen Halbkreis zeichnen oder ein Viereck. Ja. Und im Endeffekt, der durfte auch nicht Teile des Lösungswortes mitnennen. Genau, oder man durfte Figuren. Jetzt nicht so sagen, mal ein T-Shirt, mal eine Hose, mal einen Kasten. Sondern wirklich mit einfachen Formen, das war so ein Zeichen. Also mal eine Linie, mal ein Kreis, mal ein Viereck. Hm. So, und das waren die Anweisungen, die der das Objekt wusste, dem, der zeichnen musste, geben konnte. Hm. Und im Endeffekt, ja, es war manchmal von der Erklärung her, also hier war es jetzt wirklich einfach schön gehalten, aber da war zwischendurch durcheinander geworfen, dann haben die anderen noch reingekichert, deswegen war es nicht so einfach zu verstehen. Und im Endeffekt, aber trotzdem, wo es dann endlich mal die Erklärung gesessen hatte, da war es dann ganz lustig, vor allem was da manchmal für Figuren rausgekommen sind, dieser Staubsauger. Ich musste ein Gummiband beschreiben. Ja, wie man das bitte malen soll. Also ich kennst du höchstens so wirklich so ein Oval und dann eben so gewellt, dass du so irgendwie ein Gummiband draus erkennst. Ich habe so ein Oval gemacht und dann so zwei, ein Pfeil darüber und ein Pfeil darüber, dass das so dehnbar, das hat nicht hingehauen. War auch ein recht doofer Begriff, aber ey. Ja, leicht. Ja, so, ich habe nämlich die ganze Zeit gesagt, nein, ich mag nicht erklären. Und ich bekomme Gummiband. Und im Endeffekt hättet mal meine Schlittschuhe sehen sollen, wie ich das erklärt habe. Die waren legendär, ey. Ich habe leider keine Aufnahmen davon, aber stellt euch vor, Skier kombiniert mit Schlitten, kombiniert mit irgendwas obendran. Das waren meine Und es wurde erraten. Das war das Grandiose. Ja, aber sie ist auch wirklich schlau. Ja, die hat meine nicht vorhandene Logik verstanden. Das sah so aus wie so Geschenken auf Skiern. Ja, ich hatte irgendwie ganz anderes Bild vor Augen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das waren sozusagen so die Hauptbeschäftigungen, die man damit hatten. Und einfach mal so die anderen Leute zu kennen, genauso wie einer von den Indern, der hauptsächlich, sage ich mal, so mit Englisch gesprochen hat. Und ja, einfach mal mit so Kontakte knüpfen. Das war ein richtig schöner Abend. Ich bin dankbar, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall war das sozusagen das zu dem Abend. Und ich würde einfach mal sagen, dass man dann wirklich so langsam mal ins Bett gehen und dann mal gucken, was wir morgen noch oder heute dann noch so schönes Film. Bis dahin, macht es gut und habt eine schöne Nacht. Oh, meine Schwester hat auch mitgeschaut. Die hat mir meinen ganzen Litchi-Sekt weggesoffen. Ja. Das war so lustig, weil ich hatte ein Glas, oder? Und sie und Kevin hatten welches, oder? Und ich trinke gerade so. Ich war relativ langsam, weil ich so mit dem Video beschäftigt war, weil ich so ihn erstmal erwürgt habe. Schon wieder. Es entwickelt sich ein Schema hier. Und dann habe ich ihn gerade ausgetrunken, wollte mir nochmal was nehmen. Und ich so, die Sandra hat meinen ganzen Litchi-Sekt weggetrunken. Und Kevin so, nicht nur sie. Aber wirklich, ihr hättet die Reaktion, so das Grinsen und eiskalt hintergedrückt. Das war so göttlich von ihm, die Aktion. Das ist so geil. Und dass der dann fast kastriert wurde. Im Prinzip, das ist meine Schuld. Im Prinzip quasi so ein kleiner Minion-Helikopter, ich weiß nicht, ob er sowas kennt. Der hat so unten so eine Sensorik dran, dass er immer von automatisch nach oben fliegt, wenn er den eine gewisse Tiefe wieder erreicht. Und naja, wenn der Sensor irgendwas bemerkt. Genau. Und im Prinzip, Laura hatte schon den richtigen Winkel, damit er zu Dennis fliegt. Das Problem ist, die Höhe hat nicht ganz gestimmt. Der ist auf seine Sperrzone zugeflogen. Dennis aber natürlich, weil er Sportler ist, hat extrem gute Reflexe, ist noch gesprungen im Anzug. Und ist so seiner Familienplanungszerstörung entgangen.
Am letzten Tag war verhältnismäßig wenig los. Wir waren noch zur Mittagszeit in einem sehr leckeren Restaurant essen und uns auch gleich im Anschluss die neu gewonnenen Funde am Hechtsee vertreten, der wirklich einen wunderschönen Ausblick geliefert hat, weil es noch zur Zeit, als ich dort zu Besuch war, noch komplett gefroren war, aber die Sonne eben schon kräftig geschienen hat. Und so ein Naturschauspiel sieht man auch nicht alle Tage. Von daher war das schon mal auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich sehr wertzuschätzen weiß. Und ja, außer den beiden Ereignissen geht es dann auch schon direkt zum Verabschiedungs-Vlog sozusagen, also zur letzten Aufnahme, die wir beide getätigt haben. Und ohne weitere Rumreden schalten wir direkt mal da rein. Guten Abend, alle Mann. Der Tag der Abreise hat sich leider jetzt schon genähert. Aber ich muss echt sagen, es war eine richtig schöne Zeit, hier mal zu sein, mal eine neue Gastfamilie kennenzulernen, die einen wirklich rundum geguckt hat, dass es einem nichts fehlt. Der Geburtstag mitzufeiern, das war richtig toll. Dennis und Kevin zu sehen, war einfach awesome. Und im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, was gibt Schöneres, als mal Urlaub zu machen? Es lohnt sich. Von daher... Was hat denn jetzt am Wochenende am besten gefallen? Am Wochenende, diese Woche. In der Woche hat es mir am meisten irgendwie Spaß gemacht, deine Reaktion zum Geschenk zu sehen. Das fand ich am tollsten. Ja. Aber natürlich eben auch, sag ich mal hier mit den Dings, der Bowlingabend, der war unvergleichlich genial. Mit den schönen Gimmicks, die habt ihr ja mittlerweile alle schon gesehen. Jo, ansonsten natürlich auch mal Kevin endlich mal live zu sehen, die anderen beiden wiederzusehen hier in live. Dennis zu sehen, für mich. War ja auch das erste Mal sozusagen. Wir haben Disco Fox getanzt zusammen. Ja. Er tanzt ja und... Tja. Es war echt lustig. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber ich kann nämlich überhaupt nicht tanzen. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht, oder? Ich wusste noch nicht mal den Grundschritt. Tada, ich habe erst mal ein bisschen was mit ihm getanzt. Und er kann gut führen. Wenn du das richtig gut kannst, dann kannst du jemanden, der überhaupt nicht tanzen kann, alles Mögliche beibringen. Das geht schon. Ja, es ist, ehrlich gesagt, ich würde am liebsten hierbleiben wollen noch eine ganze Weile, aber... Ja. Geht leider nicht. Von daher müssen wir erstmal wieder die Heimreise antreten und ansonsten mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also ich verabschiede mich erstmal von diesem Vlog, leider. Ich filme noch ein bisschen aber mehr. Aber ich werde weiter beim Kanal noch manchmal zu sehen sein und vielleicht dann wieder bei einem Vlog. Mal schauen. Aber erstmal in nächster Zeit habe ich extrem viel zu tun, also es hat mich gefreut, dabei zu sein. Und auf meinem Kanal werde ich auch noch was hochladen. Also wer da vielleicht auch ein paar Szenen, die er jetzt nicht reingeschnitten hat. Also wer da ein bisschen mehr sehen will. Deswegen verlinkt es auf jeden Fall. Noch vorbeischauen. Einfach mal hier so auf Laura klicken, wenn ihr auf ihren Kanal kommen wollt. Und im Endeffekt... Bei mir gibt es auch einen Subscribe-Button. Ja. Und im Endeffekt, ich weiß auch nicht, wie wir es zeitlich schaffen. Entweder, dass wir es quasi jetzt noch am Wochenende das Video rausholen. Schauen wir mal. Ansonsten. Ich glaube, das geht bei mir nicht. Also, aber zumindest für euch... Ansonsten wird es dann wahrscheinlich erst irgendwann Anfang März, weil im Prinzip nächsten Montag der Umzug dann ansteht, der eigentliche Umzug. Und da in der neuen Wohnung ist noch bis Anfang März kein Internet, von daher, hey, wird schwierig. ja. Von daher, Sachen sind gepackt, die Herzen sind traurig, aber was soll's, es muss leider sein. Ja. Deswegen, bis dahin hat's mich gefreut, falls ihr bis zu Ende zugeschaut habt. Und ansonsten, macht es gut, von eurer ULKK. Und von der Angel für dieses Video zum letzten Mal. Tüdelü. Tschüss. Aber Moment, das Video ist noch nicht vorbei, denn es kommen jetzt gleich noch ein paar Outtakes mit hinten dran. Und ich weiß, Outtakes gehören eigentlich nicht in Vlogs mit rein, aber ich fand die Szenen einfach sowas von gut, dass ich die nochmal hier als gesammeltes Endbild mit reinbringen wollte. Einfach auch aus dem Grund, dass die Abmoderation jetzt schon ein bisschen, ja, niederschmetternd war, was die Laune anging. Und ich wollte das jetzt nicht so... Tränendrüsenmäßig ausklingen lassen. Deswegen das nochmal hier direkt als Aufmunterung hinterher und dann sage ich schon mal viel Spaß dabei. Und jetzt nochmal auf meinem sozusagen zukünftigen Ich, jetzt hier mittlerweile schon aus dem November, ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen, der jetzt bis zuletzt geschaut hat. Und ich würde euch wirklich immens drum bitten, das Video, wo immer es auch nur geht, zu teilen, weil es ist ein Haufen Arbeit in dieses Projekt geflossen, so viel kann ich euch versichern. Und ich würde ganz einfach gerne sehen, dass es auch entsprechend gewürdigt wird. Nicht jetzt mit unglaublich viel Aufmerksamkeit und so, sondern einfach, ja, dass ich eben sehe, dass es euch gefällt, wenn man viel Zeit in die Projekte steckt. Vor allen Dingen so ein Urlaub, der passiert ja auch nicht alle Tage. Deswegen ist das so meine Bitte an euch. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten großen Projekt, was dann
wahrscheinlich der Golden Befreiungseinheit Stream sein wird. Und ansonsten vergesst auch nicht, wie gesagt, bei der Angel mal vorbeizuschauen. Und bis dahin von eurer Ultrakekskanone. Tüdelü! Das ist kein Einzelfall. Der muss die Gäste mögen, damit er sie nicht umbringen will. Ich habe ihn mit Salami bestochen. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist keine Salami, das ist so eine Katzenwurst. Das roch wie Salami. Ich hätte das bald sehr gegessen. Okay, also keine Salami. Das ist ja so irritierend. Mit der Kappe schaust du aus wie Ash Ketchum. Das ist unsere Pausenbeschäftigung.